Und da wartet auch schon der nächste auf uns. Also, eiserne Schlacht. Schauen wir mal, was das für Auswirkungen hat, wenn man von Anfang an schon mal die buffen. Da kommt die Klinge aber jetzt relativ schnell. Wunder, die kommen da gar nicht mehr zum Buffen, so wie es ausschaut. So, dann gehen wir kurz in den Blitzschlag. Ja, das gefällt mir aber schon mal besser, wenn man sich den TP-Balken vom Berserker mal anschaut. Okay, speichern wir hier. Dann geht's hier weiter. Looks like it's a dead end. How about down there? If the stories are right, it's a maze. This place is a boot camp for Lassie. All kinds of challenges from Grand Pulse are waiting. Challenges, huh? To get us all ready to go wipe out Cocoon? We can wait here if Turn and Seath sounds better. I have had enough of this! Where's the way out? Way out? Who said there was one? Bring it on. My mind is made up. Maybe I will end up a Seath. But until that happens, I'm gonna make Sarah proud. I couldn't bring myself to admit that this tear meant goodbye. That's why I kept searching for her. But I didn't need to. Sarah was here the whole time. Right here, watching over me. Now I get it. What this tear's been telling me is to not let our focus win. It's not the fallacy we should listen to. It's Sarah and Reigns. Do you know why? Our focus doesn't matter. What matters to me is that we protect Cocoon, whatever it takes. Same here. I'll help you do it. All right. I'm in. Mm-hmm. Hey. Mm-hmm. Come on. When a chocobo agrees, you know you're on the right path. There you go. That's well, right. Count me out. What? Mm-hmm. If you all want to go it on your own, then so will I. Oh, hey, Bang. Hey. Let Cocoon get what's coming. They hate us for being Lassie. What's it to me if they die? Better that than watch a friend go Seath. If you don't have the nerve for it, I'll do it myself. Go on alone. Get stronger. And smash Cocoon out of the sky! Oh, Bang!
You turn Seath and there's no coming back. I'm not letting it end that way. Bekommt Fang wohl eine Esper? What's he doing here? Come to take pity on me? Come to take care of a broken Lassie? That thing's here to help us? Yeah, help. That's what Eidolons do. They help us. Eidolons are our salvation. If we can't decide what to do next, they come put us out of our misery! Wait, so you haven't made up your mind yet? Why are you protecting me? What are you doing? Protecting one of our own. We can do without their brand of mercy. And we don't need a Falsi's orders either. I'm fighting this focus to the end. We all are. So please, fight with us. Cool, cool, cool. Das heißt, es fehlt eigentlich dann danach nur noch Hope und Vanille. Dann hat jeder schon mal eine Esper. Aber jetzt müssen wir erstmal schauen, dass wir den hier irgendwie einfangen. Jo, jetzt kommt das Todesurteil und wir analysieren den schon mal. Mal schauen, vielleicht bekommen wir einen Tipp. Hat natürlich richtig auf die Kacke. Nö, die zwei Heiler und Verteidiger, das ist natürlich jetzt gut. Nicht so gut, oder? Nö, ist nicht so gut. Mei, der geht ganz scharf, leckt mich am Arsch. So, wir brauchen einen Heiler. Blablabla. Ja, die grüne Front, die ist doch schon mal nicht schlecht. Der Verteidiger. Ich probier's trotzdem mal mit dem Verteidiger. Da scheint der Metamorph-Balken schon ein bisschen angestiegen zu sein. Und wir. Ah ja. Wollte gerade sagen, wir müssen Lightning noch retzen, aber. Hat so auch gut funktioniert. Ne, also Verteidiger ist nicht die Lösung, glaube ich. Da geht der Metamorph-Balken einfach viel zu langsam nach oben. Probieren wir es mal mit dem Manipulator kurz. Den Kampf dürfen wir auf jeden Fall nochmal machen. Oder das geht jetzt noch relativ schnell dann. Alter. Wenn halt mal angreift, dann ist halt alles kaputt. Gehen wir kurz in den Blitzschlag. Ja, das reicht perfekt. Ja, ist schon ein cooles Teil. Bang hat einen weiteren ATP-Balkenabschnitt bekommen, das ist auch nicht schlecht. Hat er momentan ja nur 3. Look, a new path. Maybe that thing did save us. I don't suppose you'd be willing to call it a sign of me being right. No? Okay. Listen, keep our eyes on the goal and we'll figure something out.
All right. Hey, Sarah. So I guess being a Lassie doesn't have to mean you can't do what's right, does it? So, und Fang hat jetzt echt eine Esper bekommen. Schauen wir noch mal kurz rein und speichern da. So, und jetzt würde ich Fang auch mal zum Anführer machen, damit wir die Esper mal kämpfen lassen können. Jetzt bloß die Frage, wie. Ausrüstung. Kampfmitglieder. Genau. So, jetzt haben wir Fang als Anführer. Und bei der nächsten Möglichkeit lassen wir Bahamut mal raus. Gut, bevor wir da runtergehen, würde ich mich da oben nochmal kurz umschauen. Vielleicht fliegt ja doch noch ein Item rum. Nö, auch hier wird's uns nicht gegönnt. Naja. Gehen wir weiter. These ships taking charge of our travel plan stuff. The only place this thing is taking us is where these boys tell it to. Really? That is a Grand Pulse ship. Really? Leave it to me. Either way, we're on borrowed time. So might as well go. We get lucky, maybe we'll even turn up some way to get rid of these goofy tattoos. Yeah. But there's no way to do that. You never know. Maybe we just didn't think to look for one. If nothing else, we know Cocoon's safe for the time being. I'd say it's worth going to take a look. Maybe. But what about your dad? I made him a promise. I promised him to keep going and do what I had to. He said only I would know what that was. The world's full of lies. There's no way of knowing what's right. All we can do is believe in ourselves. It's easy to sit back and let people trick you. Like how the Sanctum had us all thinking that a Lassie was some sort of monster. I'm done with their lies. Falsi, this whole focus thing. From here on out, I use my eyes. Think. And act. I might not make all the right choices, but as long as I'm the one who decided what to do, there's nothing to regret. Okay. All right, let's do it. I'm with you. Bad choices and all. Of
course, I'm not sure how it's gonna turn out. Pulse is hell, you know. Oh, is it now? How many times have you been there? None. But I want to go and see what it's like for myself. Okay, people. So, everybody in? Right, absolutely. Yeah. Off to hell we go. No one ever said the future'd be easy. But I think we all saw the glimmer of a dream somewhere in the sky that night. The tiniest spark of hope that we could change our fate. Who could say? Bitte lass Session Pilot sein. Ja. You did it. Yeah, I told you, didn't I? Playful little critter, isn't he? Yeah, we'll play with someone else. Happens all the time. He thinks we're lunch. Yeah, like a seafood buffet. Seafood, cute. Guys, here it comes! Home sweet home. Welcome to Grand Pulse. Jawohl, damit sind wir in Grand Pulse angekommen. Und schon kommt die nächste Sequenz. Vibrant and untamed. Grand Pulse. It's a place where lives are ruled by the brutal struggle for survival and the callous and uncaring whim of the Tha'Cyr. There is no such thing as mercy. Only a never-ending string of trials that weed out the weak and leave only the strong. Rains knew the truth. The purpose lying at the heart of all the Tha'Cyr's actions.
recalling their lost deity and returning the world to its former glory. People were never anything more than sacrifices. And Cocoon's destruction? It's just a way to wake a sleeping god. But would bringing the Maker back into this world really lead to our salvation? Okay. The Maker created Falci, and they, in their desperation to be reunited with the Maker, created Lassie. And Lassie? I wonder what we'll end up creating. Our future looked bleak, but as long as we could keep our spirits up, we'd find a way to change our fate. Somehow. You were having a dream. A pretty strange dream. Have any luck? No sign of anyone else. But we did find plenty of bloodthirsty wildlife and crumbling ruins. Long day? Well, guys, we've run out of places to search around here. Where's Hope? He's off with the chocobo, getting supplies. Hello. You all by yourself? We gotta find him. Okay, das scheint was mit Hopes Stigma zu passieren. Stellen uns mal kurz hierher. Bevor wir uns das anschauen, mache ich eine kurze Pause, ungefähr eine Minute. Ich bin sofort wieder da.
So, weiter geht's. Schauen wir kurz auf die Karte. Wir schauen erstmal nach rechts. Tja, hier gibt's gar nichts. Da hätten sie wenigstens eine Kapsel hinsetzen können, wenn man schon mal hier rauf geht. Okay, und was mir auffällt, wenn wir in ein Luftschiff gehen, kommen wir nie heil an. Das ist schon das dritte Mal oder so. ja, irgendwie soll das nicht sein. Und komischerweise ist jedes Mal Sash der Pilot. So, da haben wir jetzt alle Raunen. Schauen jetzt erstmal so ähnlich aus wie die im letzten Gebiet. Aber sind scheinbar ein bisschen stärker. Wir analysieren die auf jeden Fall mal, damit wir da schon mal die Daten haben. Schwäche gegen Feuer und Eis und Erde. Oh, das ist in Ordnung. Haben auf jeden Fall um einiges mehr TP als die letzten. Eigentlich wären zwei Verheerer nicht schlecht. Ja, genau, wir lassen gleich mal den Brecher spielen. Und wir haben hier nur einen so halb ausgebildeten Heiler, das wäre dann Lightning. Weiß nicht, ob mir das so gefällt. Wir probieren es einfach mal. Aber die geben gut Kristallpunkte. Und da wir jetzt in Grand Pulse sind, denke ich, kommen wir irgendwann mal auch in ein Gebiet, bei dem man gut farmen kann. Vor allem gut und schnell hoffentlich. Weil ich würde das Kristallium natürlich gern wieder voll bekommen. Jetzt analysieren wir mal das Karamellteil hier. Okay. Wenn wir das mal wieder auf zwei Verheerer gehen, dann geht das mit dem Schockbalken um einiges schneller. So, dann ist der auch gleich down. Ja, wir kümmern uns zuerst um die Alldownen. Die sind, glaube ich, nerviger als das Gelee. Auf jeden Fall mal einen Blitzschlag. Zwei Brecher brauchen wir bei denen dann doch noch nicht.